Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, guten Morgen. Wir haben es gerade mal 9.05 Uhr. Ich kann hier ein bisschen in mein Zimmer reingucken, wo die Uhr hängt. Da fragt man sich, warum sind wir schon wach? Wochenende haben wir heute nicht. Ich kann verkünden, ich habe meinen ersten Urlaub in diesem Jahr. Habe ich mir genommen, weil ich diese Woche noch Geburtstag habe und die Gelegenheit günstig war. Ja, und ich, weil ich heute erst um 9.50 Uhr Schulbeginn habe, liegt daran, ich habe keinen Fall oder so. Das ist im Stundenplan bei uns einfach so fest eingetragen, weil wir normalerweise um 13.10 Uhr Schulschluss haben und 8 Uhr Schulbeginn. Aber manchmal haben wir nicht um 13.10 Uhr Schulschluss, sondern wir haben dann ein paar Stunden länger, dass wir erst 14.15 Uhr oder noch später Schulschluss haben. Und ja, dafür gibt es dann zur Entschädigung halt Tage, wo wir dann eine Stunde weniger haben. Dafür dann halt morgens kann man ein bisschen besser ausschlafen. Ja, ausschlafen ist schon so ein Stichwort. Ich wäre sowieso früh wach, aber ausschlafen ist auch gar nicht möglich, wenn man immer genau hinhört hier. Hört man so ein Motorengeräusch. Das geht seit gestern so. Wir können mal eben gucken, was da genau los ist. Ja, dieses wunderschöne Geräusch können wir schon seit gestern den ganzen Tag ertragen. Gestern wurde hier morgens um 5 Uhr die Straße abgesperrt, ohne Vorwarnung. Und jetzt ist dieser Kran hier. Die Nachbarn zu der Seite, die bekommen hinten neue Balkone angebaut und das dauert wohl mehrere Tage, wie ich gehört habe. Und diese Geräuschkulisse haben wir jetzt also den ganzen Tag von morgens bis abends um 17 Uhr. Mich stört das eigentlich wenig, weil ich höre viel Musik, also mit Kopfhörern und dann bekomme ich das zum Glück nicht mit, aber ich glaube, mich wird das so auch nicht stören. Also jetzt hier von der Geräuschlage hier draußen schon, aber wenn das Fenster zu ist, hört man es nicht zu sehr. Richtig. Fenster zu geht. Naja, geht auch so. Und was geht jetzt? Der Vlog geht jetzt los. Ja, herrlich. So muss das sein. So kann man seinen Urlaub echt mal genießen. Die Sonne scheint. John ist in der Schule. Simone ist arbeiten. Ich habe meine Ruhe jetzt zu Hause. Und sogar beim Wort Ruhe kann man sagen, man hat Ruhe. Denn die Bauarbeiter machen auch mal eine Pause hier. Das Motorengeräusch ist weg. Einfach herrlich. Na, war es anstrengend? Hallo. Na? Na, schön gesund? Gesund? Gesund. Gesund, ja. Ich genieße gerade die Ruhe. Aber du bist ja wieder da. Ich kann auch ganz schnell die Ruhe genießen. Also lange hat die Ruhe nicht angehalten. Fühle mich hier wie bei drei Fragezeichen auf dem Schrottplatz mit diesen komischen Segelgeräuschen hier. Und ja, wie ihr hört, das Ding ist auch wieder an. Und das Ding ist auch wieder hier. Soll ich gehen? So, jetzt ist was passiert, was wir noch nie hatten. Es ist irgendwie ein Paket für uns angekommen, aber irgendwie auch nicht. Es ist bei jemandem gelandet, der genauso heißt wie John, mit Vor- und Nachnamen. Ja, und der hat sich bei uns gemeldet, den kennen wir auch. Mhm. Und dort ist dieses Paket gelandet und das treffen wir uns jetzt und holen das Ganze ab. Deshalb habe ich auch eine Jacke an. Und Stern, wo ist deine Jacke? Ja, ich bleib mal hier. Ich bin doch kein Postbote. Ja, am besagten Ort habe ich jetzt das Paket bekommen von diesem John hier. Hey. Und es ist immer noch ein Rätsel, wie das Paket zu ihm gekommen ist. Also wir sind uns immer noch nicht sicher. Also, ich habe eine Vermutung.
Na, meine Vermutung ist einfach, ich habe bei DHL einen Auftrag gegeben, dass alle Pakete, die nicht zu mir zugestellt werden können, weil ich nicht da bin, weil ich auch keinen Bock habe, die ganze Zeit da ja, zu Hause zu warten, bis das Paket da ist, habe ich einen Auftrag gegeben, DHL die Pakete dann zur nächsten Packstation oder zur nächsten Filiale, also hier Paketshop zu schicken. Und da kann wahrscheinlich sein, dass der DHL-Bote, weil ich und er, wir haben den gleichen Namen, die gleichen Vor- und Nachnamen, dass der gedacht hat, hey, okay, das Paket gehört an John oder weiß nicht, an wen das jetzt adressiert wurde. Entweder hat er gesehen, okay, John Becker, John der Becker hat den Auftrag gegeben, ja, schicken wir es mal an die Packstation. Dann hat er wahrscheinlich meine Packnummer genommen, also meine Paketnummer bzw. Postnummer. Und ja, auf einmal plötzlich ja, habe ich eine Mail bekommen von der DHL, dass ein Paket für mich da liegt. Na gut, Hauptsache das Paket ist jetzt da und dann... Vielen Dank. Hoffentlich schaffe ich es jetzt nicht nochmal. Machen wir es mal ganz normal auf. Okay. So, auf dem Rückweg kommen mir zwei Personen hier entgegen. Warum habt ihr das Paket denn nicht entgegengenommen? Wie ich so gesagt, ich bin kein Postbote. Was haben wir denn Feines? Also, wir sind mal gespannt. Allerdings. So, wir gehen jetzt in die Stadt. Genau. Und dein Spiel, was du dir gerade runterlädst, läuft oben schon. Also zumindest habe ich deine Musik gehört. Welches Spiel war es nochmal? Sons of the Forest. Ja. Alles gut. Klar. Schlüssel hast du ja mit, ne? Ja. So. Sehr gut. Dann gut. Tschüss. Dann bis gleich. Tschüss. So, fangen wir mal an. Da sind wir jetzt einmal alle gespannt. Hier ist eine Karte. Das Geschenk ist von Deger 130. Oder auch genannt Julius. Hallo Stefan und John, ein kleines Dankeschön für eure Videos. Hier einmal Spaceballs auf DVD. Ich hoffe, es gefällt euch. Kann gerne im Video gezeigt werden. Viele Grüße aus dem Sauerland von Julius. Ja, vielen Dank. Spaceballs sagt mir gar nichts. Ja, das ist sowieso ein witziger Weltraumfilm, glaube ich. Oh, hier. Ja, Space. Ja, Space heißt schon mal mit Weltraum, ne? Ah, ich will es halt nicht kaputt machen. Jetzt zu. Oh. Ich glaube, ich hab's fast. Oh, mach du das mal, Stefan, ich bin da zu doof hier. Bitte meine Ehrlich. Ich wollte es nicht sagen. Ich kann man aber auch so komisch aufreißen. Sagt der es gerade aufreißen will. Einer muss es ja aufgemacht haben, dass es hier nicht mehr durchpasst. So. Ja, genau. Ja. Mit Mel Brooks. Das ich kenne das sogar. Ich kenne es noch nicht. Lerne ich wohl was Neues kennen. Vielen Dank. Glaube ich auch. Ja, vielen Dank dafür. Ja, was läuft hier? Sons of the Forest, der Nachfolger von dem Spiel The Forest, was ich auch sehr lange gespielt habe. Und ja, nach langem Warten gibt es jetzt den zweiten Teil. Und ich war erstmal sehr enttäuscht, dass es erstmal über den Early Access nur auf dem PC ist, weil ich eigentlich ein Konsolenspieler bin. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass das Ganze noch auf meinem PC läuft, weil ich habe eigentlich gar keinen, also ich habe gar keinen Gaming-PC, ich habe einfach nur einen PC, ganz normal und auch nicht der neueste, aber wie man sieht, es läuft und flüssig und ich kann mich nicht beschweren, ich bin hier gerade dabei, hier so eine kleine Basis hier am Strand zu bauen und ich finde das sehr faszinierend, wie die das Bausystem geändert haben und das Crafting-System, also ich bin sehr, sehr begeistert und ja, ich habe hier meinen Spaß. So, der Nachteil am schönen Wetter ist, bei Sonnenschein kann man sehen, die Fenster bei uns sind total verdreckt. Wir haben die zuletzt geputzt im letzten Sommer. So sehen sie auch aus, also wirklich verheerend. Und ja, das wollen wir heute mal ändern, John und ich. Kannst du die Sachen schon herbringen, John? Happy hier. Aber ja, alles hinstellen. Ja, hinstellen, das fällt doch runter. Das fällt nicht runter. Wir haben nämlich hier so einen Notbalkon. Der ist eigentlich dafür da, wenn es mal brennt, der Dachstuhl hier oder hier in der oberen Etage, und man nicht mehr rauskommt auf die Straße, dann kann man sich also hier auf diesen Balkon stellen und ganz bequem und locker auf den Feuerwehrwagen warten, der einen dann mit der Leiter hier runterholt. Und sonst hat man hier eine tolle Aussicht auf jeden Fall. Ja. Hier oben gucken wir immer, wenn Feuerwerk irgendwo hier ist, kann man toll gucken. Aber man muss auch für einige Fenster, die man putzen will, hier raufgehen halt. Na, fangen wir mal an. Ja, dann machen wir Fenster mal zu.
zu lang will ich hier nämlich nicht drauf stehen. Wackelt nämlich. Das wackelt nicht. Ich weiß, es wird nichts passieren, aber ich will es nicht provozieren. Ich habe zu viel Final Destination geguckt. So. Auf geht's. Womit fangen wir denn an? Ich mach das sonst nie. Mit dem Eimer. Wo hast du das Eimer denn gelassen? Mit der... Ja, jetzt ist das Fenster zu. Dann machst du wieder auf. Oh Mann. Ey, wir müssen erstmal mit dem Eimer vorputzen, mit einer Lösung. Und Johnny ist zum ersten Mal hier draußen, glaube ich. Oder beziehungsweise zumindest, wenn er was arbeiten soll. Bisher war er nur so ein Feuerwerk hier. So, wo ist der Eimer jetzt? Ey, also. Da ist so zu viel Gewicht hier drauf. Der wackelt doch schon komplett. Dann würde ich mal sagen, go Johnny, go! Ey, es geht nicht mehr auf. Natürlich geht das auf. Es geht nicht mehr auf. Das geht wirklich nicht mehr auf. Aber hier? Doch, hier oben geht das. Was fehlt denn jetzt noch? Lappen. Lappen, Handtücher. Ganz schön eng hier. Ich sag's ja immer, die Jugend heute ist verstrahlt. Die kann sich nicht einen Satz merken, wenn man schon den zweiten Satz gesagt hat. Zumindest bei ihm ist es so. Ja. Also. Erstmal. Go, Johnny, go! Hast du Höhenangst, Johnny? Ich nicht. Gut, dann weiter putzen. Hä? Ich werde derweil mal die Aussicht genießen hier. Richtig toll, muss ich mal sagen. Ich zeig's mal kurz, wie es aussieht. Ich sehe schon, kleiner Anfängerfehler. Alles voller Streifen hier noch. Muss ein bisschen nachputzen, was Johnny gemacht hat. Aber sonst ist ganz gut geworden. Nach getaner Arbeit gibt es auch wieder eine kleine Belohnung für uns. Normalerweise gucken wir so früh am Tag noch kein Fernsehen, aber ja, ich nicht. Momentan jagt ja ein Highlight das andere Highlight. Wir gucken noch gerade The Last of Us. Dann gucken wir gerade auf Blu-ray, weil wir nach USA ja fliegen und es da ja im Universal Studios Park eine große Harry Potter Welt gibt. Gucken wir gerade alle Harry Potter Filme, sind gerade bei Folge 3 gewesen, bei Film Nummer 3, Der Gefangene von Azkaban. Und heute fängt Folgendes an. Und zwar Mandalorian Staffel 3, Folge 1. Und jetzt kommt der Fun Fact. Ja? Wir gucken ja momentan auf Wow, The Last of Us. Die Hauptrolle, Pedro Pascal. Pedro Pascal, keine Ahnung, wie man es ausspricht, habe ich noch nie gehört. Auf jeden Fall, der spielt auch den Mandalorian. Okay, ja. So, machen wir mal. Fangen wir mal an. Ich guck natürlich nicht mit. Was denkt ihr denn von mir? Danke, Simone. Mal wieder soweit. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Wir haben es ein bisschen vernachlässigt.
Und wurden ja auch... Was sagst du denn? Du musst mir sagen, dass die Kamera läuft. Ja, die Kamera läuft. Hast du ein bisschen vernachlässigt. Und wir wollen jetzt mal wieder einen Podcast aufnehmen. Und mir ist ein gutes Thema eingefallen, was mich schon lange beschäftigt oder uns. Das Thema Hörspiele. Mal eben hier... Ach, der Akku ist gleich leer. Na ja, gut, müssen wir erstmal den Akku wechseln. So, wir haben jetzt den Akku gewechselt. Sorry für diese kleine Unprofessionalität. Müssen wir mal eben ein Bild machen für unseren Podcast. Was willst du nehmen, TKKG oder drei Fragezeichen Kassette? Ich glaube... Ach so. Oder nimm du mal die CD hier von der Gruselserie? Weil ich eine Kassette möchte. So, ein TKKG, obwohl ich nicht so ein TKKG... Ben, gib mir die. Jetzt passt es doch alles. So, dann machen wir einmal noch ein Foto. Die spiegeln aber so, ne? Müssen wir gucken. Muss man hinhalten hier. Das Wichtige ist jetzt hier die Kamera. So, warte. Und ein bisschen noch so halt, dass man noch eine Schrift machen kann, ne? Bisschen so. So, und lachen. Und lachen, genau. Achtung, es geht los. Ach, Klavier nicht. Das ist immer so ein Problem. Ja, Stefan, der fotografiert irgendwie immer so mit Zeigefinger dann so irgendwie. Ja, wie denn sonst? Ganz komisch. Das ist nicht mal ein Selfie. Auch so bin ich mir ganz sicher, dass Simone und ich das Selfie überhaupt erst erfunden haben. Wir haben nämlich schon Selfies gemacht mit so einer komischen Kompaktkamera. Da hat noch kein Mensch von Selfies gesprochen. Können wir mal einblenden, falls ich das wiederfinde. Das ist schon uralt, so nebenbei gesagt. So, jetzt kommt also... Mach doch das Foto. Warte erstmal. So, einstellen. So, alles hier zeigen, dass es nicht spiegelt. Oh, warte mal. Okay. Eins noch. Gut. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, sind eure Eltern auch so? Die brauchen Ewigkeiten für ein einziges Foto. Sie hier. Und dann wird es meistens noch nicht mal was, weil ich meistens genau. Die Augen zu habe. Bei dir wird es nicht. Nein, ich meine, wenn du fotografierst. Das, also. Ja. Man muss auch auf die Bildaufteilung achten. So. Ja gut, wir wollen ja einen Podcast. Also, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, euch den Podcast anzuhören, der Link ist in der Videobeschreibung, wie immer. Könnt ihr merken oder könnt ihr dann erfahren, was daraus geworden ist. Vielleicht was geworden. Das ist natürlich wieder mal alles spontan und nicht geplant. So, ich mache jetzt mal das Ding an hier. Machen wir erstmal noch eine kleine Probe. Alle beim Sprechen, ob das überall ausschlägt. Hallo? Zwei. Hallo? Hallo. Simone? Hallo, hallo? 1, 2, 1, 2. Simone, peinlich. Was hat die überhaupt an hier? Zum Glück muss man beim Podcast es ist zuschauen. Es ist ein Podcast. Gut, jetzt mein Ton haben wir noch nicht gecheckt, weil... Ja, mach. Hallo. Ja, ist gut. Gut, kommt überall hin. Ja, dann fangen wir an. Hier machen wir erstmal jetzt aus. Ja, bei mir war es sehr gemischt, was ich gehört habe. Auf jeden Fall, das eins der ersten Sachen, die ich so dann in der Reihe verfolgt habe, waren die drei Fragezeichen. Aber da ich zu dem Zeitpunkt noch etwas jünger war, bin ich ungefähr, ich weiß gar nicht wie lange danach, umgesprungen zu die drei Fragezeichen Kids, was zu dem Zeitpunkt meines Erachtens nach sehr neu war. Davon habe ich mir sehr viel angehört und dann, als das aufgehört hat, habe ich weitergemacht mit drei Fragezeichen normal. Was ich aber auch sehr gerne höre, war von H.G. Francis und zwar die Gruselserie heißt das, glaube ich. Da gab es bestimmte Sachen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist mein Geburtstag. Und nebenbei, in Bremen gibt es die Idioten auch, diese Klimakleber, die sich auf der Straße kleben. Hinter mir ist das gerade. Die Polizei versucht gerade, die wieder vom Asphalt zu lösen. Ja, der einzige Vorteil, der jetzt gerade hier dadurch entsteht, ist, dass es schön ruhig hier in der Stadt. Hier fährt nämlich kein Auto lang. Ja, letzte Generation, wie sie sich nennen. Völlig sinnfreie Aktion in meinen Augen, vor allem um die Uhrzeit. Es ist jetzt kurz nach 10 Uhr morgens, da ist kein Berufsverkehr. Da ist hier in Bremen auf dieser Straße generell nicht viel los. Ein paar Medien sind da, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit gibt es. 20 Polizisten wurden beschäftigt oder werden beschäftigt auf Staatskosten. Super gemacht. Ja, und ich glaube, in der Bevölkerung gibt es dafür nicht viel Rückhalt für so eine Aktion. Und dadurch bewirken sie in meinen Augen überhaupt nichts. So, eigentlich wollen wir gar keine Politik machen hier. Oder nichts Politisches in diesem Vlog erwähnen oder zeigen. Haben wir es doch mal gemacht, weil es gerade mal so in der Nähe bei uns war, auf dem Weg. Ja, was passiert mit den Klimaklebern, wenn sie abgemacht worden sind? Wahrscheinlich nichts. Personalien aufnehmen und dann können sie wieder gehen. Letzte Generation. So,
kommt man nach Hause und denkt, man hat an seinem Geburtstag wenigstens morgens seine Ruhe. Da ist schon wieder einer aus der Schule zurückgekommen. Wie war's? Kurz. Aber ich mache hier gleich zu Hause weiter. Ja, ich hätte jetzt Deutsch gehabt, aber heute ist eigentlich noch so ein Streik, dass die Bahnen heute nicht fahren. Das ist aber jetzt nicht das Problem gewesen, aber es geht natürlich trotzdem um Bahnen. Unsere Deutschlehrerin möchte, also die muss mit der Bahn, mit der Deutschen Bahn, also halt nicht Straßenbahn, sondern mit der Bahn halt hierher fahren. Und da auf der Strecke ist halt irgendein Unfall gewesen und deshalb kann sie nicht hinfahren. Das war die Morgenandacht. Morgen was? Andacht. Schön erzählt. Andacht. So, schon ein bisschen was geschnitten habe ich. So, und da ja heute mein Geburtstag ist, wollen wir mal sehen, was das vergangene Jahr so an Bürokratie gebracht hat. Oh, doch so einiges kommt hier zutage. Tja, dann würde ich mal sagen, Geburtstag. Feier geht los. Obwohl, wir feiern gar nicht viel. Das ist hier schon alles fast. Jetzt ist reiner Zufall, an Stefans Geburtstag ist ein Paket für mich angekommen, was wir bestellt haben. Und zwar, ich habe ja so eine Batman Graphic Novel Collection und ich habe nicht alle Bänder, da ich das Abo, was da lief, halt einmal beendet habe. Aber jetzt habe ich irgendwie wieder die Interesse und habe zwei Bücher bestellt. Die sind gebraucht, aber in sehr gutem Zustand. Gucken wir mal nach. Wie neu, bis auf diesen Aufkleber hier hinten, müssen wir noch abmachen, aber kein einziger Kratzer. Jetzt wird erstmal gelesen. Oha, mit... Alles Gute zum Geburtstag! Ja, vielen Dank. Oha. Wir machen ja normalerweise nicht viel an Geburtstagen. Heute Abend ist noch Familie eingeladen. Und ich sehe... Heute kann man die Zahlen nicht zum Günstigen umdrehen, weil es zweimal die gleichen sind. So ein Pech aber auch. Die eine 5 ist ein bisschen verkrüppelt, würde ich sagen, ne? Diese hier. Das hat... Oh. Ja, schmeckt. So. Wollen wir den Kuchen jetzt essen? Nein. Oder doch? Pack doch erstmal deine Geschenke aus. Eins ist von mir und eins ist von John. Gut, dann packen wir das mal aus. Das ist von mir. Ein Buch. Ich krieg dich auch noch zum Lesen. Das glaube ich nicht. Ich bin gespannt, was es ist. Ich sehe es noch nicht. Warte. Horst Schimanski. Ah, Tatort. Schimanski machen. Wie die Kultfigur entstanden ist. So ein bisschen hinter den Kulissen, so dachte ich, das interessiert dich vielleicht. Oha, ja, auf jeden Fall. Also Schimanski war ja, wer es nicht weiß, ein Tatortkommissar aus Duisburg. Und der hat also mal ganz andere Manieren vorgelegt als die anderen bekannten Kommissare. Hat auch das Wort Scheiße im deutschen Fernsehen etabliert, würde ich sagen. Da war das noch ein Skandal damals. Ja, heute werden viel schlimmere Sachen gesagt. Das ist von John. Das habe ich bereits vernommen. Oha. Horst Frank ist ja einer meiner Lieblingsschauspieler. Besonders in der Rolle vom Baron bei Tim Thaler, aber auch in vielen anderen Filmen. Was ist das hier? Gesammelte Texte? Hat der dir geschrieben? Ja. Und das Buch wurde extra für dich gedruckt. Wir haben das bestellt und das musste extra für dich gedruckt werden. Hä? Ja.
Das gibt es so nicht mehr zu kaufen. Das ist ein kleiner Verlag und der druckt nur auf Bestellung. Also ist nur für dich hergestellt, das... Oha. Das ist eine Seltenheit. Ja, sehr interessant. Vielen Dank, ne? Und heute Abend, wie gesagt, gibt es noch eine kleine Geburtstagsfeier. So im Familienrahmen. Jetzt können wir mal Kuchen essen. Was sagst du zu meinem Kuchen dieses Jahr? Ist doch sehr passend, oder nicht? Hat das jetzt einen besonderen Sinn? Wie besonders passend? Ach so, hast du nicht erkannt, was es sein soll? Ach so, das ist eine USA-Flagge. Ja, sehr gut. Das muss einem aber auch gesagt werden. Also, ja, mit 55 ist nicht mehr so, ne? Ja, ah, jetzt sehe ich das. Also gut, alles klar. Ja, das ist sehr, sehr passend, das stimmt. So, dann wollen wir mal sehen. Eine Geburtstagstorte, sonst hast du immer einen Kuchen von mir bekommen. Diesmal kriegst du eine Torte. Ja, schmeckt sogar. Probieren wir mal. Bis auf die Torte schmeckt es ganz gut. Mhm. Spaß, lecker. Lecker? Ich habe ja Blaubeer, ich liebe Blaubeeren. Und schon halt Erdbeer. Was auch zu Stefans Geschenk gehört, ich werde ihm seinen Geburtstag ein bisschen ausrichten. Wenn die Gäste nachher kommen, werde ich sozusagen das Essen vorbereiten. Ich mache das ja gerne und ja, Stefan nicht so gerne. Ich glaube, der kann es auch nicht so gut. Unter anderem habe ich Brot beim Bäcker gekauft. Französisches Landbrot, schmeckt super lecker. Und eine bayerische, weiß ich gar nicht, wie das hieß, irgendwas mit Kruste, klang auch lecker. So ein bisschen bayerisch angehaucht heute. Deswegen habe ich auch vom Schlachter Leberkäse geholt. Darf nicht fehlen. Was ich noch nicht kenne, bayerischer Weinkäse. Könnte auch schmecken. Radieschen und noch so ein paar Sachen mehr. Und das werde ich jetzt hier in Ruhe anrichten. Und dann wird Stefan, glaube ich, zwischendurch mal zeigen, wie es aussieht. Ja, ich liebe ja bayerisches Essen. Und ich dachte, du liebst mich. Da bin ich natürlich froh, dass Simone mir so ein tolles Geschenk macht und so einen leckeren Abend mir bereitet hier oder uns bereitet. Was gibt's denn hier Feines? Ja, ich schneide hier gerade, ich habe Schweinebraten, den hat der mir aber beim Schlachter zu dick geschnitten. Ich schneide den jetzt durch. Das Tolle ist ja auch beim Zubereiten, man kann so ein bisschen probieren, was abfällt. Ich habe nämlich tierisch Hunger. Und du kannst die Teller schon mal zeigen, sieht doch schon mal lecker aus. Mit Schmalz und frischer Leberwurst, hätte ich fast gesagt. Also mit vollem Mund spricht man übrigens nicht. Käseteller kommt auch noch. So, und zwischendurch geht es weiter mit Paketen. Ja, einmal haben wir ein Paket von Helmut aus Essen. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet, dass das vielleicht nicht so lange dauert mit dem Aufmachen. Oha. Viel zu lesen gibt's. Und viel zu essen, wie ich sehe. Hallo Stefan, John und Simone. Wie versprochen schicke ich euch wieder ein schönes Paket von mir für euch. Denn ihr seid ja die beste YouTube-Familie, denn eure Videos sind super klasse. Und für dich, Stefan, ist der Briefumschlag. Da ist eine Amazon-Karte drin. Du hast ja Geburtstag. Schöne Grüße von Helmut aus Essen. Also vielen, vielen Dank. Dann kann ich mich ja doch bedanken für den Inhalt. Ja, also hier sind wieder Toffifee, Twix, Ballisto, die finde ich total genial, die Dinger. Habe ich auch erst neu entdeckt. Ein Bier. Chips. Und hier. Und noch eine Flasche. Und Papier. Noch mehr zu lesen. Oh. Borbeckers helles Dampfbier. Der Name hier steht für Qualität. So, ja, Helmut, vielen, vielen Dank dafür. Und ein Paket haben wir noch bekommen. Du wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Von Andreas aus Hamburg. Ein Spiel, das verfluchte Labyrinth. Oha. Es gibt richtig was zu trinken. Biere, von denen ich noch nie was gehört habe, wie ich hier sehe. Und so toll verpackt dabei auch noch. Wow. Da sage ich mal ganz herzlich Dankeschön. Denn für meine Bier-App ist das wieder, wo ich meine ganzen verschiedenen Biere, die ich so bisher getrunken habe in den letzten Jahren, immer eintrage, ist das gutes Futter. Vielen, vielen Dank. Kurzer Nachtrag, hier war noch ein riesig langer Brief im Paket
von dem Andreas aus Hamburg. Und er schreibt hier unter anderem, Gruß aus Hamburg, ich finde euch in den Videos sehr sympathisch und finde es großartig, dass es noch normale Menschen gibt. Viele YouTuber werden mit der Zeit arrogant und abgehoben, aber ihr seid normal und ich hoffe, dass es so bleibt. Vielen Dank, hoffe ich auch. Und er schreibt hier noch weiterhin, dass die Biere aus Serbien und aus Montenegro kommen. Das ist also wirklich aus dem Land. Und er hat noch einen Umschlag hier dabei. Wenn wir die Biere probiert haben, sollen wir den aufmachen. Und er hat hier auch seine Favoriten reingeschrieben. Und dieses Spiel, was er uns geschickt hat, das haben wir noch nicht. Sollen wir noch mal im Video sagen. Und wir werden natürlich nicht zeigen, wie wir spielen, weil wir sonst den Leuten, die es auch spielen wollen, die Überraschung nehmen. Also nochmal Dankeschön dafür. Der Leberkäse ist auch schon im Ofen, also der Abend sollte gelingen, essenstechnisch. So, inzwischen ist auch schon der Käseteller fertig, wie ich sehe. Und eben kam da noch was ganz Tolles an, nämlich die neueste Folge von Die drei Fragezeichen. Habe ich heute Nacht schon gehört, nicht auf CD, sondern bei Apple Music. Die CDs, die haben wir eigentlich nur noch, um sie in den Schrank zu stellen für die Sammlung. Die können wir mal eben zeigen. Haben uns was geleistet. War ein bisschen teuer, aber schön. Aber schön, ja. Das ist es nicht, was wir zeigen wollten, obwohl das natürlich auch ein Schmuckstück ist für unsere drei Fragezeichen-Sammlung. Hiervon ist die Rede, von diesem tollen, stabilen, professionell angefertigten CD-Regal, was Stefans Idee gewesen ist. Und ich finde es super mit den ganzen Hörspielen und er hat auch recht, das Regal war teuer. Aber er sagt, die ganzen Werte, die da drin stehen, diese ganze Sammlung an Hörspielen, also warum soll man die in so einem Bruchschrank unterstellen? Viel, viel schöner und ja, top. Und das war ja wohl nichts. Da ist der Kameramann ja fast hingefallen. Oder die Kamerafrau. Kannst du das so schnell wieder wegmachen? So, da sitzen wir alle jetzt hier an der reich gedeckten Tafel. Besuch ist da. Jetzt kommen wir zum Ende des Videos und zum Highlight des Tages, würde ich sagen. Simone hat das richtig gut gemacht hier. Ne? Also das ist wirklich wie in Bayern. Und natürlich haben wir auch bayerisches Bier. Da wird schon gezeigt, sehr vernünftig. ja, was wollen wir noch erzählen? Ich hoffe, aber wir machen heute mal die Absage. Wen wählen wir denn da mal aus? An Stefans Geburtstag kann das gerne Stefan machen. Nee, ich weiß, wer das macht. Dann hier. Ich helfe euch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, schaltet gern beim nächsten Mal wieder rein. Abonniert uns, um kein Video zu verpassen. Lasst einen Kommentar da und ja, dann freuen wir uns aufs nächste Mal mit euch. Tschüss. Tschüss.